Und das hier ist das nervigste Lied in ganz Minecraft. 1, 2, 3. Willkommen, Leute, zum nervigsten YouTube-Video aller Zeiten. Oder zumindest zur nervigsten Folge Craft Attack aller Zeiten. Weihnachtslieder. Also, hier für unseren Weihnachtsmarkt in Craft Attack müssen wir natürlich noch etwas bauen. Und zwar ein Karussell. Das Karussell ist der schöne Teil. Das Problem ist aber, es soll ein Lied gebaut werden. Und ich definitiv sage euch eins mit bester Grammatik hier. Das wird das nervigste Weihnachtslied aller Zeiten. Wenn ihr das auch so seht, Daumen hoch. Es ist eigentlich ein geiles Weihnachtslied. Es ist nämlich Sleigh Ride. Sleigh Ride ist, hier, ich gehe die Töne mal durch. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal gehört? Vielleicht mal etwas schneller. Oh, das hat man schon mal gehört, oder? Jetzt habt ihr es gehört. Okay. Und warum ist das das nervigste Weihnachtslied aller Zeiten? Ich werde es euch verraten, wenn es gebaut ist. Denn ich sage euch eins, diese Melodie prägt sich und brennt sich in euer Gehirn ein. Und ich baue diese Melodie in verschiedenen Noten. Immer wieder, dass die hier per Zufall gespielt wird. Ich setze mich mal eben dran, das zu bauen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Viermal haben wir jetzt das gleiche gebaut und es klingt grauenhaft. Oh wow, nochmal. Oh ja, und nochmal. Das soll ein Witz sein, oder? Okay. Ja, ja, ich weiß nicht, warum ich sowas mache. Oh Gott, Leute, ich weiß nicht, warum ich baue mir einen Zufallsgenerator. Der Zufallsgenerator steht und das letzte Teil, was jetzt hier noch fehlt, ist eine Schaufel. So, es kann immer eine Schaufel oder ein Stock gezogen werden. Je nachdem geht dann das Signal entweder dahin oder dahin. Passiert genau das gleiche nochmal. Dann geht das Signal entweder dahin, dahin, dahin oder dahin. Heißt, wenn wir jetzt das an die Glock hier anschließen und die Glock erstmal von dem Beat trennen, den wir gebaut haben. Habe ich euch den Beat überhaupt schon gezeigt, den wir gebaut haben? Doch, habe ich euch den Beat gezeigt? Ich weiß nicht, ob ich euch den Beat gezeigt habe. Ich habe von Beat. Der Beat ist immer das gleiche. Ja, jedes beliebige Weihnachtslied an dieser Stelle. Und jetzt machen wir das mal hier dran. Und nun gucken wir mal, ob das klappt. Oh, 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 oh. Was ist gerade passiert? Ah, ich weiß, was passiert ist. Okay, das klingt sehr gut, ich verstehe. Ich verstehe das Problem. Das Problem ist folgendermaßen in Worte zu fassen. Der Song darf nur alle zweimal gestartet werden. Also quasi zweimal dieses Bim 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 ergibt einmal den Song. Das ist der Gag. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass dieser Dispenser nur alle zweimal getriggert wird. Jetzt könnten wir theoretisch eine zweite Glock bauen, die das einfach abzielt. Oder wir machen es auf die schlaue Art und Weise mit Observern. Wobei, Observern, ja doch, eigentlich schon. Das müsste gehen. Das müsste gehen. Das sollte gehen. Ja, wir schauen mal, ob das klingt. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen wegen einer Sache, aber die kann ich euch gleich dann sagen, wenn es soweit ist. Aber schauen wir erstmal mal einen Verstärker hier hin, okay? Ach, ein Verstärker, ein Pisten, sowas hier. Und jetzt machen wir einen Pisten hier hin und einmal einen Redstone-Block hier hin. Dadurch startet der Song einmal. Hä? Oh Gott, ich habe einfach das hier verkackt. Oder war das doch richtig? Kann es sein, dass ich einfach nur das hier falsch gemacht habe? Kann es sein, dass ich den banalsten Redstone-Fehler aller Zeit gemacht habe, dass doch alles richtig war? Moment, lass mich eben kurz überprüfen. Nicht, dass ich einfach hier einen Fehler gemacht habe. Los geht's. Okay, ja, ja. Okay, es funktioniert schon. Hä, das ist irgendwie cool. Der Song greift jetzt ineinander über. Achtet mal.
Irgendwie passt das Timing noch nicht so ganz, aber ich bin damit echt erstmal ganz zufrieden. Jetzt passt das Timing. Der kam viel zu spät. Irgendwie passt das Timing noch nicht so ganz, aber ansonsten erstmal gar nicht mal so schlecht. So, aber trotzdem, Leute, wollen wir eine kurze Pause zwischen dem Song haben, dass es nicht jedes Mal so wie verrückt spielt. Deshalb müssen wir tatsächlich das hier bauen. Die Technik war gar nicht mal falsch. Die erzeugt jedes Mal eine kurze Pause. Jetzt aber. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Super. Dann werde ich noch mal kurz ein bisschen was am Timing ändern und dann schauen wir mal gleich weiter. Ihr Phantome da oben, meine Güte, ist das, ja Leute, ich weiß nicht, seht ihr das nicht auch so, dass Phantome der nervigste Mob in ganz Minecraft sind? Und das hier ist das nervigste Lied in ganz Minecraft. 1, 2, 3. So, jetzt fehlt nur noch ein kleines Karussell hier oben. Let's go! Alles ist geschafft. Alles ist getan, liebe Leute. Der Weihnachtsmarkt im Shopping District erstrahlt auch bei Nacht in Pracht. Und wir werden dafür nun ein kleines Highlight bauen. Denn hier, wo es so wunderbar ruhig ist, wo die stille Nacht tatsächlich noch gefeiert wird, da haben wir etwas ganz Besonderes gebaut. Und zwar ein lautes, nervtötendes, grauenhaftes, schreckliches Karussell, welches auch noch das lauteste und nervigste Weihnachtslied aller Zeiten spielt und macht. Und das wollen wir eben fertig bauen. Alles, was wir dazu machen müssen, ist, uns mal wieder großartig anzustellen. Also, das ist eine Krachmaschine. Let's go, Krach! Yo, wir lieben alle Krach und Lärm. Juhu! Oh Gott, was haben wir? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, ihr seht schon, es funktioniert. Okay, wir müssen alles müssen wir mit Honig, Terrakotta. Und das dann halt im Wechsel, ne? Aha. Jetzt will er nicht mehr. Ah, ich verstehe. Wegen dieses Steins hier. Okay. Ah, es ist nicht nervig, Leute. Es ist überhaupt nicht nervig hier. Nein, gar nicht nervig. Ich bin auch gar nicht gerade voll genervt. Nee. So, alles gut. Ist alles in Ordnung. Ich komme auch gar nicht hier hoch, weil ich gerade gar nicht genug Baumaterial habe. Nö, ist überhaupt nicht nervig hier, Leute. Alles gut. Alles in Ordnung. Wir bleiben ganz ruhig, Leute. Es ist angenehm. Ja. Genießen wir dieses Weihnachtslied. Es ist so schön. Oh, jetzt kommen die Phantome noch dazu. Ach, welch eine Freude, Leute. Ich sag euch, so kann Weihnachten weitergehen. Genau. Oh Gott. Mach, das ist... Aua. Ja, genau. Super, Leute. Ich sag euch, das ist die nervigste Folge Craft Attack, die ihr jemals hattet hier auf diesem YouTube-Kanal. Ich schwör's euch. Ich habe nicht genug Material. Es ist so unsatisfying, was ich hier baue. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mach das fertig. Ruhig bleiben. Okay, also, ich habe hier Lavafeuer. Kennt ihr die neuen Lavafeuer? Das finde ich ja auch cool. Die bauen wir jetzt hier hin. So. Es gibt ein Tutorial zu diesem Design, falls ihr das gerne nachbauen möchtet. Link. Oder sucht einfach auf meinen YouTube-Kanal nach The Joecraft Karussell. Oh, wisst ihr, es ist so nervig. Jedes Mal falle ich hier unten rein und komme nur so ganz langsam hier hoch. Das ist so, wirklich so unglaublich unsatisfying. Aber egal, wir haben es geschafft. So, Minecraft wird jetzt noch eben hier alle ausgepustet. So, und jetzt haben wir das Karussell gebaut. Endlich. Alles, was wir jetzt nur noch machen müssen, ist Deckel zu, Affe tot. Und dafür nehmen wir uns das hier, wenn man sich verklickt. Okay, und, oh mein Gott, meine Dias. Ich kann echt froh sein, dass ich gerade nicht 100 Stöcke im Inventar gehabt habe. Ich hätte wirklich 1000 Dias da gerade vercraftet, im wahrsten Sinne des Wortes.
Das darf nicht passieren. Aber wichtig ist bei der Technik, darf jetzt nichts mehr den Boden berühren. Aber ich baue jetzt hier nur noch diese Dings drüber. Das ist später für das Karussell wichtig. Und dann steht es, Leute. Unser weihnachtliches Karussell ist damit gebaut. Alles, was wir jetzt machen müssen, ist hier noch das Ganze zuzubauen. So, fertig. Und später kommt dann noch ein bisschen Boden drumherum. Aber eine letzte Sache fehlt nun und das sind die Minecarts. Dafür brauchen wir das Eisen, was ich mitgenommen habe. Ich bin so unaufgeräumt, Leute. Guckt euch das mal an, wie messy mein Inventar ist. Es ist echt, es ist ein reinstes Müllinventar hier. Okay, also Eisen haben wir. Check. Schienen brauchen wir einmal. Und jetzt machen wir Minecarts. 1, 2, 3, 4, 5. Letzten Endes für jeden Honigblock ein Minecart, was wir haben. Wie viele Honigblöcke haben wir? Muss mal ganz kurz eben zählen. Genau 7 Stück müssen es sein. So, wo wir die hinbauen, ist am Ende völlig egal. Also das Schöne bei dieser Schaltung hier ist, dass sie sich von alleine balanced. Das heißt, wir können einfach die Minecarts jetzt hier draufpacken. Die müssen hier irgendwie da drauf sein. So, das heißt, ne, einfach mal hinsetzen. Solange die Minecarts hier runterfallen, können die auch nicht mehr gemoved werden. Also sobald die einmal hier in dieser Rille drin sind, seht ihr, kann ich sie nicht mehr verschieben. Nur noch auf der Achse halt. Und dann hier auch nochmal die letzten Minecarts reinstellen. Wunderbar. 1, 2, 3 fehlen haben wir noch. Oh, 1, 2 kommen auch noch dazu. Na, das Minecart hier steht noch nicht so sauber. Das können wir auch eben per Hand so einmal da reinschieben. Sobald die einmal stehen, passt das. Und dann das letzte Minecart. Bam. Und was wir später noch bauen, ist so eine Technik, die das von alleine anschaltet. Jetzt aber Lärmmaschine an. Okay, Lärm macht sie schon mal, aber sie bewegt sich noch nicht. Dafür brauche ich diesen Ofen hier. So, wunderbar. Und wir machen das Ding natürlich noch richtig schnell. Jetzt soll ich den drehen. Achtung, jetzt aber. Warum lief das jetzt nicht? Oder haben wir es jetzt? Aha, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Juhu. Im Takt der Musik. Wir haben ein Karussell gebaut. Oh mein Gott. Okay. Ich würde sagen, wir zeigen das Karussell noch eben den Marktbesitzer. Auftritt für Space. Hallöchen. Grüß dich. Na? Oh Gott, ich habe mit Abstand das nervigste gebaut, was man nur auf dem Markt haben kann. Und zwar das nervigste Karussell. Ja, oh nee, grauenhaft. Ganz fürchterlich. Wunderbar. Wie viel muss ich zahlen, damit es ausgeht? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache es so, okay, dass es nur angeht, wenn man es möchte. Aber ich muss mal gucken, wie wir es machen. Vielleicht werde ich hin. Also, ich muss noch eine Technik bauen, die es anmacht. Und wir müssen das Karussell was reinsetzen. Und ich möchte es noch irgendwie schön bauen, aber ich glaube, das würde ich nochmal wann anders machen. Aber bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Dann let's go. Mach mal bei den Optionen Musics Blocks aus. Ah ja. Nice. Hä, ist voll gut. Ja. Das können wir jetzt stundenlang hier laufen lassen. Süß. Aber ich will noch ein paar, ich will noch so ein paar Sachen hier reinpacken. Oh Gott, ich kann es nicht mehr hören, Oh Gott. Okay, ja. Also sie ist die nervtötendste Attraktion hier auf dem ganzen Markt. Überhaupt nicht. Ich finde es toll. Mach's doch nicht schlechter, als es ist. Es ist ja genial. Es ist übel cool. Schön, dass es dir noch gefällt. Mal gucken, wie lange das Karussell laufen muss, bis du es wieder hören kannst. Ja, du hast es jetzt 100 Mal gehört, weil du es natürlich auch bauen musstest, aber... Ehrlich, mir gefällt. Okay, es freut mich, dass es dir gefällt, aber optisch kann man noch ein bisschen was rausholen und dann auch noch vom Trailer vielleicht. Auf jeden Fall, ja, ich mach vielleicht einen Skalk. Also wenn man hier vorbeigeht, dass das Ding sich dann für einen Moment anschaltet. So. Ja, ja. Aber so viel dazu, Space. Geil. Vielen Dank, dass du dir angeschaut hast. Super gerne, mir gefällt's. War's nervig? Bitte schreibt's ehrlich in die Kommentare, Leute. War's nervig? Ja? Hat's euch gefallen? Da.